Ah, sie hat sogar die Tür zugemacht. Voll, voll freundlich. Sie steht einfach immer noch da und guckt einfach voll genervt so. So von wegen, musste das jetzt sein? Musstest du ernsthaft pennen gehen, während ich hier stehe und sage, dass ich auf dich warte? Ah, wundervoll. Bist du bereit? Ich bin ausgeschlafen. Ich bin bereit. Los geht's. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Der Shot war schon pornös. Der war schon echt hübsch. Oh. Oh. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Oder in diesem Fall ein Viertel Leid. Hey, Jungs! Habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar! Was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnamen! Vollgas voraus! Bis seitenwegs! Cloud! Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makrogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? ID-Check! Ja! Kontrollpunkt passiert! Ab jetzt wird es etwas schwieriger! Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ah, kein Problem. Wir haben ja Cloud dabei. Hast du bei Soldat gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorradeinsätze. Nicht, dass du mir mit deinen Fahrkünsten Schmetterlinge in den Bauch zauberst und ich ohnmächtig werde. Sieh nach vorn, dann wird dir nicht schlecht. Toller Tipp. Jetzt geht's raus! Freust dich wohl drauf? Na klar freu ich dich darauf! Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad, die Arme um einen starken Mann geschlungen. Meine Güte! Das denke ich mir aber auch, Alter! So, irgendwann ist doch echt mal gut, Mädchen! So, holy shit, Mann! Aber das ist schon ziemlich großartig! Halten wir an, wenn ein Alarm losgeht? Anhalten! Ja, nur ein Post noch! Ganz deiner Meinung! Wir sind nicht zu treffen! Kann ich den auf der anderen Seite denn treffen? Ah, okay, so kann ich den treffen. Na, das war ja ziemlich beeindruckend! Ey, das ist ein bisschen cool! Hat er Angriff auf den Namen? Braucht er nicht. Und... Ja.
Gott, habe ich Bock auf die Flucht am Ende. Halt still! Da kommt die ganze Geschichte ja nochmal. Das wird fantastisch, glaube ich. Und los geht es! Noch ein bisschen näher und... Bäm, Brudi, oh mein Gott! Großartig! Eindringlinge entdeckt! Nehmen wir Verfolgung auf! Geben die denn nie auf? Elitekämpfer! Nee, oder? Was macht eigentlich Distanzkampf? Ah, das macht Distanzkampf, okay. Wow. Was ist denn los mit dir? Nicht zurück, was? Wollt ihr etwas unterstützen? Sehr schön. Kacke. Jetzt hätten wir nicht schon genug Ärger. Wedge, gib Gas! Schneller geht nicht! Kein Problem. Was soll das heißen? Kein Problem. Ihr habt ja mich. Auch wieder wahr. Na dann, viel Spaß, Soldat. Ah, verdammt. So, okay. Das ist halt voll, das ist halt cooler, als es sein dürfte eigentlich. Tatsächlich gibt's von dieser Sektion ja auch ein ganzes Handyspiel, oder gab's zumindest mal. Und das war wohl auch eigentlich recht cool gemacht, ehrlich gesagt. Eine Meldung von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Verstanden. Soll das heißen, er kommt? Bestimmt. Lass uns das hinter uns bringen. Sonst ja. Fährt er uns gleich mit über den Haufen. Ritter auf dem Feuerstuhl! Hier drüben! Ach komm! Weiter! Er hilft uns! So. Sehr schön. Wirklich beeindruckend. Mit den Fähigkeiten eines Ex-Soldaten können wir nicht mithalten. Das überrascht mich nicht. Übrigens auch nicht, Jesse. Der Ausgang! Juhu! Frischluft! Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören! Kannst du wohl! Ich sehe jetzt, dass ich auch rechts angreifen kann, indem ich auf Kreis drücke. Ich Vollidiot, Alter! So geht's ja nicht! Das macht alles ein bisschen einfacher, ehrlich gesagt. Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht geht und habe gedacht, er macht es automatisch. Okay, ich verstehe. Los geht's. Wieso hauen die ab? Was denn jetzt? Tut! Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab! Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch! Darf ich mich einklinken? Wohl nicht, was? Na gut, wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Ich bin denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören!
Du bist so langsam! Deine Worte kommen bei mir nicht an! Wer ist der Typ? Ausgezeichnete Frage, junge Dame! Die Leute nennen mich Lord-Chef. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeits-Junkie. Du hörst ja doch! Ups. Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine. Oh, ist der niedlich. Herrlich. Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß. Klaus, gib Kontra. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Ja. Mehr davon. Dich nicht so. Ich hab mir einen kleinen Liebesbeweis. Ja. 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 Siehst du dich auch so wie ich? Ja. 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 Ich zittere förmlich vor Erregung. Ja, verdammt. Auch? Interessant. Was macht der Typ? Wer kann ich drauf? Scheint ihm mal zu stacheln. Gar nicht übel. Ich sehe Potenzial. Und Liebe zum Motorrad. Doch noch! Fährst du nur, statt das Fahren zu leben! Und tschüss! Hab ich ihn getroffen? Keine Ahnung, Alter. Es ist mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Nicht zu vergessen. Wow! Schön mich im Auge behalten. Ja. Feuchtes Geschenk für dich. Ja. Jetzt geht's heiß. Ja. Oh Gott. Ja. Er macht doch wieder irgendeinen Quatsch hier, oder? Ja, ah, das war klar. Ey, ich werde das nicht überleben, Mann. Ich werde gleich einfach so fucking draufgehen. Oder? Nice, okay, wir haben es doch geschafft, hoffe ich. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der Bessere triumphieren! Nein, wie ist das? Oh! Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal! Was? Schade, das war's wohl. Vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Katastrophal. Katastrophal was? Gefahren. Und wer hat dich gefragt? Ich dachte echt, ein ehemaliger Soldat wäre besser. Alleine bin ich das auch. Gut, dann übernehme ich. Nein. Na, dann eben weiter wie bisher, okay? Oh. Das ist süß. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel.
Hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Also das war halt schon gerade ziemlich krasser Advent-Children-Bullshit einfach. Aber er war halt schon ziemlich spektakulär anzugucken. Das war ein bisschen ziemlich krass Hype. Also das kann, glaube ich, keiner verneinen. So. Das hatte halt einfach astronomische Entfernungen vom eigentlichen Final Fantasy VII. Aber halt, wie gesagt, es war halt schon ziemlich Hype. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Simsalabim! Indem man einen Schalter umlegt? Ah, komm! Hey, sie pausen einfach so mega hart mit ihrer Grafik, ey. Das ist unglaublich. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Na komm, Kleine. Weg ist er. Oh. Der Dame war ich wohl nicht fein genug. Das ist aber halt auch ganz cool, dass man tatsächlich sowas hier mal sieht. Halt, das ist halt komplett neu. Das gab's halt im Original gar nicht. Dass du hier so auf der Platte herumläufst und halt einfach mal so ein Wohngebiet einfach nur siehst. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Oder halt generell einfach, dass du so super viel mit den dreien hier zu tun hast. Hier hast du halt im ersten Mako-Reaktor, bis der in die Luft fliegt. Und dann siehst du die einfach, glaube ich, nicht mehr. Dann tauchen die irgendwie noch zweimal auf oder dreimal, dann sind die einfach weg. Die haben halt so eine große Rolle im Original. Und hier verbringst du ja echt gefühlt jeden Moment mit denen. Das ist halt krass, Mann. Seht mal, das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Claude, du weißt, was du zu tun hast. Warte erst mal hinter dem Haus. Ja. Geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Weißt du, sie sind halt so, oh, wir gehen uns jetzt richtig den Bauch vollschlagen und vollfressen mit richtig gutem Essen und du wartest gefälligst da vorne vor der fucking Tür, Bitch. Sehr gut. Sehr guter Plan. Ich hoffe, sie nehmen zumindest noch ein Stück Pizza mit oder so. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Das Licht im Zimmer. Das ist das Zeichen. Na dann? Ey, die Katzen sehen halt wirklich voll krass aus, Mann. Die eine eben, die so vorne war, die war halt echt gruselig nah an der Realität dran.
Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Komm, geht es trotzdem? Tut mir echt leid, dass wir so spät stören. Ach was, das ist doch dein Zuhause. Ah, oh, schade, es geht echt nicht. Wie laufen die Proben? Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, das siehst du schon selbst. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Keine falsche Zurückhaltung. Wo könnte das sein? Wahrscheinlich in dem Anzug. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht doch. Nichts für ungut. Enraliel, danke für den Raid. Und danke an Cerberus für den Sub. By the way, generell einfach mal mega, mega großen Dank an... gehen wir mal durch. Voran, oh Gott, hier. An Lissy, Lefkas, Zydox, Moodyfork, Arclight, Alifuni, Science, Android, Ignoramush, Benjamin, Super Cindy, Denises, Dark Pain. Ihr coolen Menschen, vielen, vielen Dank für eure ganzen Subs, Mann. Bin fertig hier. Ein Brief? Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jesse. Was? Sehr cool. Hey, so ein Telefon hatte ich damals auch, als ich noch nach richtigen Arbeit nachging. Jesse. Das ist krass. Sicher jetzt erst. Halt einfach vom Star zum Bioterroristen-Freiheitskämpfer. Das ist schon ziemlich... Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent.
Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Gut. Starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Jesse wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marco-Lache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen. Oh je, ist voll sad. Dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah! Der Komplex, von dem Jesse gesprochen hat. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier.